Was geht ab, Leute? Wir sind endlich wieder auf Rennstrecke hier in Most, Tschechien. Ich freue mich. Das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich. Das erste Mal ist aber schon ein bisschen lange her und das war noch mit der älteren BMW. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich wieder hier bin, weil ich kenne die Strecke, ich weiß, wie die Linie verläuft und so weiter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich mich anstellen werde. Und heute haben wir schon ein paar Vorbereitungen gemacht. Und zwar, wir sind ja jetzt schon am Vorabend eingetroffen, jetzt am Sonntag. Montag, Dienstag fahren wir. Und wir haben jetzt zum Beispiel Reifen gewechselt. Ich habe jetzt vorne den SC2 und hinten den SC1. Und da bin ich mal gespannt, weil hinten ist, das ist sozusagen Softreifen und vorne schon Medium oder Hart. Und da bin ich mal gespannt vorne, wie ich mich anstellen werde, weil den müssen wir ja schon ein bisschen auf Temperatur halten. Das ist ein bisschen schwieriger. Ich habe mir auf jeden Fall auch ganz viele Notizen gemacht. Lukas hat mir ein bisschen geholfen, auch beim Reifenwechsel, weil ich ja Carbonfelgen habe. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Hat mir das ein bisschen gezeigt und auch erklärt. Das habe ich mir alles aufgeschrieben in meine Handy-Notizen, mit wie viel Newtonmeter ich das auch festschrauben wieder muss, weil das muss man ja auch alles im Kopf haben. Und ja, die so jetzt zu sehen, ist absolut geil. Ich muss sagen, ich verliebe mich auch immer mehr an dieses Motorrad. Es ist so unglaublich schön. Ich habe hier auch auf der Rennstrecke schon echt viele Komplimente bekommen für das Design. Bin mega happy und ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal den Tag noch ausklingen und dann sehen wir uns morgen früh. So, heute ist der Tag der Tage und ich muss schon sagen, ich bin jetzt ein Turn schon gefahren und es ist unglaublich, wie wohl ich mich mit der BMW fühle. Also so ein Gefühl hatte ich wirklich jetzt noch nie. Ich war drauf, ich bin drauf gefahren und wusste direkt, geil. Das werden geile Rennstreckentage. Die BMW lässt sich so schön fahren, die fällt wirklich richtig schön in die Kurven rein. Ich fühle mich so wohl und super weiches Fahren, oder ich würde es schon fast beschreiben als leichtes Fahren. Absolut krass, ich fahre jetzt auch mit meiner eigenen BMW zum ersten Mal mit Slicks. Mit der BMW, die ich davor hatte, bin ich mit Straßenreifen gefahren. Vielleicht kann sich ein oder andere noch mal dran erinnern. Ist auf jeden Fall noch mal was komplett anderes. Ich habe auch viel mehr Vertrauen in den Reifen, weil natürlich auch viel mehr geht. Du hast viel mehr Grip, aber echt absolut krass. Ich habe jetzt auch für die Aufnahmen unterwegs, habe ich Insta360 immer wieder an verschiedenen Punkten befestigt. Ich habe jetzt mir hier was Neues rausgesucht, eine neue Perspektive, und zwar hier rechts vom Motorrad. Habe ich hier einmal so ein Klebepad befestigt und habe hier die X3 festgemacht. Mit der werde ich gleich mal fahren. Und davor hatte ich eine Halterung, die ich am Griff befestigt habe. Die könnt ihr wirklich super festschrauben, da passiert gar nichts. Das ist super stabil und dort habe ich auch zuerst mit der X3 gefilmt. Für einen weiteren Winkel könnt ihr natürlich auch ein Klebepad am Tank befestigen. Der ist super fest und dort einfach die X3 festmachen. Und dort habt ihr zum Beispiel eine Einstellung zwischen Einzelobjektiv oder 63 Grad. Das Ganze sieht übrigens so aus. Ihr könnt übrigens auch in der Insta360 App euren eigenen Winkel entscheiden. Und das geht super einfach, indem ihr einfach Punkte festlegt, in welche Richtung gerade die Kamera schauen soll. Und somit könnt ihr das Video ganz leicht bearbeiten. Ich bin super glücklich jetzt über das Ergebnis. Ich merke das richtig, wie ich Fortschritte mache von Turn zu Turn. Ach scheiße, ich muss jetzt fahren. Ja, sonst, ich habe jetzt schon, ich dachte 15:30. Ja, dann fahr. Ich komme hinterher. Fahr. Oh, ist das dumm. Ich dachte, ich habe 15:20 den Turn. Jetzt habe ich den ersten schon verpasst. Oh, ist das eine Kacke. Oh, ist das unangenehm. Ich wollte fahren. Kann ich jetzt hinterher noch fahren? Ja, aber zieh dich um. Ich mach die Dinger runter. Ja. Fahr langsam. Das war nicht. Entweder du wartest jetzt noch einmal komplett oder du fährst eben einmal durch die Box. Ich werde das ganze Geschehen jetzt einmal nachkommentieren. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja meinen Turn verpasst. Das war wieder typisch Annika, wirklich. Ich bin so verpeilt. Deswegen habe ich jetzt versucht, Anschluss zu finden. Allerdings, ja, könnt ihr die dort vorne sehen. Die sind schon eine Kurve weiter, beziehungsweise so anderthalb. Deswegen musste ich mich jetzt ganz schön sputen und musste da ein bisschen Gas geben. Aber ich musste dann auch relativ schnell feststellen, dass ich dafür dann trotzdem noch zu langsam bin, um da wirklich irgendwie Zeit rauszuholen und die dann irgendwie aufzuholen. Allerdings war das auch für mich alleine ein gutes Training, weil das war da in Most dann der erste Turn, den ich dann tatsächlich auch ganz alleine mal wieder gefahren bin. Das letzte Mal ja, wie gesagt, vor einem Jahr.
Deswegen war das auch ganz gutes Training. Es hat auch echt Spaß gemacht. Ich habe mich da nicht irritieren lassen. Ich habe mich da nicht hetzen lassen. Ich bin ganz einfach meine Linie gefahren, meine Geschwindigkeit. Und deswegen war das für mich dann auch entspannt. Ich hatte Spaß. Und im nächsten Turn bin ich dann auch mit Sören raus, der dann auch noch ein bisschen mit hinterhergefahren ist. Als nächstes wird mir Sören hinterherfahren für ein paar geile Aufnahmen. Und um sich das Ganze auch mal ein bisschen anzuschauen. Ja, bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Fahr einfach gemütlich dein Ding. Ja, hoffentlich hört es jetzt auf, es regnet immer noch so ein bisschen. Oh Mann. Jetzt schon nass. Ja, sieht schon nass aus. Habe ich auch mal wieder richtig Glück gehabt in meinem Turn. Einmal Sören beeindrucken und dann regnet es wie Sau. Aber das will ich echt nicht machen mit dem Reifen, da habe ich gar keinen Bock. Das ist mir zu gefährlich auf Slick. Boah, da stelle ich mir mal vor, wie die Leute irgendwie dann bei der EDM oder so oder MotoGP, wenn die sich entscheiden müssen, wenn die Karten Slick drauf haben, Slick ganz regnen, oh, fahre ich jetzt weiter mit Slick oder wechsle ich jetzt? Das muss ja brutal sein, Alter. Dieses Gefühl, gruselig. Aber wie sind jetzt nicht meine Reifen kalt geworden in der kurzen Zeit? Eine Runde Instruktion. Ich fahre ihr quasi hinterher, um sie ein bisschen zu filmen, um mal zu zeigen, wie sie fährt. Und es ist also für mich, es macht mich so stolz als Freund, da hinterher zu fahren. Das ist so eine schöne Linie. Das ist so eine schöne Körperposition. Das macht sie so richtig. Fährt hier spitz rein, legt an den Curb, beschleunigt raus. Guckt euch das an. Da muss ich schon richtig Gas geben, um mitzuhalten. Das ist schon echt richtig gut, wie sie das macht. Und das, obwohl es gerade echt ein bisschen geregnet hat. Also das ist dann ja auch immer so ein bisschen Kopfsache, machen die Reifen damit. Ich meine, es ist so heiß. Es trocknet hier so schnell ab. Fahr da dran vorbei. Fahr da dran vorbei. Vollgas! Mitten durch die Maus! Ah, macht sie das klasse, wirklich! Also, Wahnsinn! Das macht richtig Spaß. Das ist schon echt. Guckt euch das an. Hier den Wheelie. Die beschleunigt hier richtig. Wir sind hier bei 180 in der Kurve. Da geht natürlich später dann ein bisschen Hänge auf. Das sind so diese Feinheiten. Aber das ist schon echt wahnsinnig schön. Ne? Guckt euch das an, wie der Reifen an der weißen Linie ist. Das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Linie. Ich fahre dahinter natürlich jetzt nicht die perfekte Linie, aber weil ich auch so ein bisschen Anigu filmen möchte, ein bisschen schöne Aufnahmen. Guckt euch das mal an, mit der Sonne hier. Jetzt schön rausbeschleunigen. Geil! Wow, also ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht, wie gut Annika das mit der neuen Doppel-R macht. Körperhaltung an, die Position. Das ist einfach schön, wirklich. Das sieht richtig gut aus. Da fehlt nicht mehr viel zum Knie. Und das Schöne ist, dass es aber auch nicht forciert, sondern dass es wirklich einfach, dass sie eine gute Schräglage fährt. Der Rest kommt irgendwann von alleine. Ne? Solche Sachen wie hier einfach ein bisschen schneller reinlaufen zu lassen. Aber gerade rausbeschleunigen macht sich schon extrem stark. Linie ist super gut. Hang-off sieht wahnsinnig klasse aus. Und jetzt guck mal, die zieht weg. Da musst du Gas geben. Da musst du echt Gas geben. So, ich bin ja natürlich
nicht alleine, sondern auch wieder mit dem Knoddes und mit dem Sven, der gerade in der Kamera steht. Mattis hat ja jetzt auch eine komplett neue Verkleidung, oder? Ist sie jetzt komplett Carbon jetzt noch nicht, oder? Ja, erst seit diesem Jahr. Erst seit diesem Jahr und das habe ich noch nicht gesehen. Ich finde das so schön. Ich finde, das sieht man oft gar nicht so in Videos, dass das hier das Chromrot ist. Das sieht so schick aus. Also krass. Was für eine Zeit fährst du hier in Most? Also vor zwei Wochen im Rennen noch eine 36,9, aber jetzt hier auch einfach nur, keine Ahnung, 39,40 so. Ja, fast so schnell wie ich. Also können wir noch ein bisschen dran üben, ein bisschen dran feilen, ne? Körperposition würde ich sagen. Nee, gut, schön ist es hier. Ich sehe auch immer so die ein oder andere BMW. Dort drüben haben wir eine M1000 RR, aber ein älteres Modell. Richtig schön. Und Competition habe ich gerade gehört, also noch mit verschiedenen Parts, die da extra sind. Auch ein richtig schönes Motorrad. Gefällt mir sehr, aber ist schon echt krass, wie unterschiedlich die jetzt nochmal zur 23 M1000 RR aussieht. Weil ich finde, die ist ja nochmal komplett anders. Sie sieht absolut aus wie, weiß ich nicht, ein Monsterbike, Alter. Das ist krass, eine komplett andere Form vorne, heftig. Die ganze Veranstaltung ist übrigens wieder über Motorradriege gebucht, falls ihr dann nochmal Fragen habt. Und natürlich hier Sören sein Bike, die Ducati, auch absolut schönes Motorrad. Und ja, ich freue mich jetzt noch auf die letzten Turns. So, der Tag ist vorbei und ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen stolz auf mich, dass ich das alles so hinbekommen habe. Im Vergleich zu letztem Mal Most, finde ich, ist der Unterschied gigantisch. Also ich weiß nicht, was los war. Irgendwie hat es auf einmal so Klick gemacht und schon die Linie war viel, viel besser. Dann die Kurvengeschwindigkeit und vor allem das Rausbeschleunigen hat auch gestern Sören nochmal gesagt, dass es viel besser ist. Und das macht mich einfach richtig glücklich. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und deswegen, ich bin mal gespannt dann auf den nächsten Tag, wie der wird. Da wird nochmal richtig Gas gegeben, mal gucken, wie es da aussieht. Natürlich darf man dann auch nicht übertreiben. Und genau. Checkt auf jeden Fall mal die Insta360 ab, da gibt es ganz viele verschiedene Kameras und die haben auch immer mal Rabattaktionen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!